So, auf kaputtem Holzfußboden. Hier ist Schimmel im Zimmer. Lese ich Medikament im Test der Stiftung Warentest. 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Im Kapitel Haut, Haare, im Abschnitt bakterielle Hautinfektion bin ich angekommen bei Medikamente. Und es gibt an der Stelle für bakterielle Hautinfektion rezeptpflichtige Medikamente. Und es sind alles Antibiotika, die äußerlich angewendet werden. Und ich fange jetzt einfach mal an vorzulesen. Die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe, rezeptpflichtige Medikamente. Fucidine mit dem Wirkstoff Fusidinsäure, das ist geeignet. Fusikutan mit dem Wirkstoff Fusidinsäure, das ist auch geeignet. Und Infektopyroderm mit dem Wirkstoff Mupirocin, das ist geeignet bzw. wenig geeignet. Da gibt es zwei Abschnitte zu. So, Antibiotika äußerlich geordnet nach Wirkstoff. Erster Wirkstoff Fusidinsäure. Geeignet zum kurzzeitigen Einsatz bei begrenzten oberflächlichen bakteriellen Hautinfektionen, die durch Staphylokokken verursacht werden. In Klammern Impetigo. So. Und jetzt der zweite Wirkstoff. Mupirocin ist geeignet zum kurzzeitigen Einsatz bei begrenzten oberflächlichen Hautinfektionen, die durch Staphylokokken und Streptokokken verursacht sind. Und jetzt noch mal zu Mupirocin, wenig geeignet bei Verrunkeln, auch nicht als zusätzliche Maßnahme, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. So, jetzt kommt es zu einem erläuternden Text. Die therapeutische Wirksamkeit von Fusidinsäure bei oberflächlichen Hautinfektionen ist ausreichend nachgewiesen. Das Antibiotikum wirkt vor allem gegen Staphylokokken, nur wenig gegen Streptokokken. Das Antibiotikum Mupirocin wirkt sehr spezifisch vor allem gegen Bakterienarten wie Streptokokken und Staphylokokken, die meist an eitrigen Haut- und Haarbalgentzündungen beteiligt sind. Bei begrenzten oberflächlichen Hautinfektionen ist es ausreichend wirksam. Bei begrenzten oberflächlichen Hautinfektionen ist es ausreichend wirksam. Bei tiefer liegenden Haarbalgentzündungen sollte seine therapeutische Wirksamkeit dagegen noch besser belegt werden. Bei Furunkeln ist es wenig geeignet, weil der Wirkstoff nicht tief genug in die Haut eindringt. Wichtig zu wissen: Sie tragen die Arzneimittel dreimal täglich auf die betroffenen Hautstellen auf. So. Tragen die Arzneimittel dreimal täglich auf die betroffenen Hautstellen auf. Länger als 10 Tage sollten Sie sie nicht anwenden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, für Kinder unter 2 Jahren liegt keine Erfahrung zur Anwendung von Fusikutan vor. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Fusidinsäure kann während Schwangerschaft und Stillzeit eingesetzt werden. Mupirocin sollten Sie dagegen nicht anwenden, da keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen. So, es geht weiter mit Fußpilz im Kapitel Haut, Haare. Tschüss.